Schuhgröße 52. Das gefällt mir. Oh, mit Buzzerbeater! Grüß dich. Grüß dich. Servus. Moin. Du siehst. Was hat's hier mit auf sich? Also ich verstehe nur Bahnhof. Ich hab natürlich was ausgesucht, bei dem ich eigentlich nicht zu schlagen bin. Ja, du bist da. Selbst wenn ich gegen Desmond spielen würde, wäre ich nicht zu schlagen, aber ich habe ihn dir extra mitgebracht als Shooting Coach. Schuhgröße 52. Jetzt wisst ihr, wenn einem der auf den Fuß steigt, beim Fußball jetzt. 46. 46. 46. Ist die 5 schon vergeben? Die 5 ist nicht vergeben. Im Team? Er will sie jetzt in die Halle hängen und dass sie nie wieder vergeben wird, oder was? Kannst immer mal einen brauchen, der in letzter Sekunde noch einen rein swoosht, ja, von draußen. Jetzt ziehen wir uns um. Die Kamera bitte voll auf den Mull halten beim Umziehen. Kein Problem, ich habe noch mal trainiert für den Sommer. Ich mache die Jungs erstmal richtig warm. Gutes Ballhandling, bisschen was für die Beine. Seid ihr bereit? Alles klar. Ja. Also auf jeder 2 Bälle. Bei mir ist sowieso immer abwechselnd. So, wir sind warm. Die Challenge geht jetzt los. Die Regeln blenden wir euch ein. Ready, set, go! Schön. Ja, die tun mir gut. Die tun mir gut. Ah. Das gefällt mir. Gibt's ja nicht. Immer dieser Druck. 2. Oh ja. Ei. Ei. Jawohl. Stark. Oh, 8 Sekunden. Wie lange noch? 3, 2. Ja! Oh, mit Buzzerbeater! Der war wichtig. Den müssen wir uns noch mal anschauen. Der war wichtig. Den müssen wir uns noch mal anschauen. 2 seconds to go. Puts it up. It's good. At the buzzer. The basket at the buzzer. Was ihr nicht gesehen habt, der Probedurchgang war phänomenal. Go! Das ist echt bitter, ey. Nee, er soll einfach so weiterwerfen. Das ist schon in Ordnung. Oh! Eins! Vier! Sechs! Acht. Du brauchst alle 3 für den Sieg. Short. Yes. So gesagt, kein Stich. Nee, ja? Kein Stich gemacht. Bisschen Pech. Und am Ende dann einfach zu wenig Krafttraining. Sieht so das Gesicht eines Gewinners aus? Nein, meine Damen und Herren, nein. Klarer Sieg im Basketball für mich. Ich mache nicht mehr mit. Du kannst eine Scheiße ohne mich machen hier. Was würdest du fachlich sagen? Kann einer von uns in den BBL Playoffs mitspielen? Ja, du bist super. Bei mir fehlt schon noch einiges. Heute fachlich definitiv hast du natürlich die Nase vorne. Ja, nee, die habe ich vorne. Aber im wahrsten Sinne des Wortes. Aber ich habe Thomas schon aber gesagt, er ist besser. Wir üben ein bisschen und dann wird dich auf jeden Fall das nächste Mal schlagen. Es gibt eine Revanche, damit könnte ich leben. Ja, aber dann machen wir auch mal, gehen wir in den Low-Post, weil da bin ich zu Hause. Schimmi, schimmi, links, rechts und das ran ans Brett. Das siehst du mal. Das verstehen jetzt ganz bestimmt alle. Ja, das verstehen alle, die sich damit beschäftigen. Aber hier aus der Ecke schießen, das ist das, was dem modernen Basketball fehlt. Dass man wieder mehr in die Zone gegangen wird. Immer dieses 3-Punkt-Gespiele. Ja? Meine Worte.
Und deswegen, ich gehe jetzt in die Halle und trainiere die nächsten 5 Stunden. Ihr könnt euch vorstellen, dass der Mull im 1 gegen 1 Körperduell gegen mich natürlich hausauf überlegen ist. Da sehe ich kein Land. Wenn ihr davon mehr sehen wollt, klickt hier. Oder abonniert unseren Kanal.